unser Fisch, den wir heute gefangen haben, der Merlin. Und ihr sagt mir dann mal, wie er schmeckt. Ja, habe ich dich gleich hungrig gemacht. Ja, na, der sehr gespannt. Stefan. Sehr gespannt. Komm zum Probieren. Ja. Sehr gerne. Das war natürlich nicht geplant. Ne? Na klar. Aber wenn es schon mal die Möglichkeit gibt, und der ist ja gerade mal ein paar Stunden aus dem Wasser, ja, ne? Also frischer geht es nicht. Dann müssen wir das natürlich auch testen, das ist klar. Und ich muss auch sagen, der Tuna heute war richtig geil, was die da am Boot gemacht haben. Ne? War ja wirklich eine schöne Tour. Ja. Dann habe ich einen Deutschen kennengelernt, der Peter. Der kennt sich richtig aus mit Fischen, ich kenne mich ja nicht aus. Und der macht da geräucherten Fisch, dann wollen wir demnächst mal so eine Veranstaltung hier machen mit ihm. Ja. Er macht da Maultaschen und so. Aha. Und ja, ist doch gut. Der kommt super aus dem Schwäbischen. Ne? Super. Stefan probiert den Marlin jetzt. Als Lichtfischesser. Als Lichtfischesser. Ja, wunderbar. Der schmeckt super gar nicht nach Fisch. Danke dir. Wirst du gleich merken. Ciao, ciao. Bye, bye. Halt. Na super. Hm? Oh. Ich habe gerade mit Thomas gesprochen. Gut. Und der hat gesagt, wenn das alles klappt, also hat er eine kleine OP, das muss jetzt verheilen am Fuß. Hm. Wenn das alles klappt, dann ist er demnächst bei dir. Ja, das soll er hier in Kamala buchen. Ja, entweder so oder kann er kommt ja, dann rüber. Ja. Die sind ja auch. Ach, die sind auch zu. Ja, ja, ja. War kein Thema. Auf jeden Fall kommt er dich besuchen, das hat er schon. Naja, super. Das so schön. Er schon. Und so geht es immer weiter. Schaut er auch mal manchmal unsere Videos an. Das sind ja unsere, ihr seid ja auch jetzt öfters drauf. Ja, super, super. Natürlich, ja. Also ich glaube, er hat es schon mal geguckt. Ja. Und vor allen Dingen, weil wir ja auch zusammen ein Video gedreht haben, kennt er dich ja auch schon. Ja. Und wie schmeckt es? Ist ein Fisch mit Biss auf jeden Fall. Ne? Das muss ich testen. Der hat schon. Also, für Fisch. Schmeckt er nicht nach Fisch, gell? Schmeckt so ein bisschen nach Fisch. Also kurzum, ich würde es mir nicht bestellen, aber die Soße würde ich mir bestellen. Soße? Weil es halt Fisch ist. Er mag aber auch keinen Fisch. Er mag keinen Fisch. Also mir hat er jetzt geschmeckt, der Fisch. Der hat ein wenig Konsistenz so. Und bevor ich jetzt ein Hähnchen esse, esse ich dann lieber das. Aber wohl der arme Merlin. Aber vielleicht mit ein bisschen Zitrone. Und er ist auch wirklich nicht so ein Scheibchen von Zitrone. Fischig oder sowas. Also er ist toll. Ganz, ganz toll. Ja. Zitrone. Ganz, ganz super. Wie heißt das? Aber ihm darf man sowieso keinen Fisch andrehen. Also. Deswegen habe ich auch gesagt, wir teilen uns das, weil das ist ich natürlich dann auch. Wow. Next cool. Ja, nochmal. Ich habe gerade gesagt, ich mag keinen Fisch, aber ich muss davon noch mehr essen. Der ist aber, mir schmeckt er. Also der ist ja, der schmeckt da gar nicht nach Fisch. Der schmeckt irgendwie. Ein bisschen. Ein bisschen, ja. Ja. Aber nur so ganz, ganz hinten raus. Und dafür, dass du ihn gefangen hast. Also ich war dabei beim Fangen, wir wollen mal nicht übertreiben. Also ich habe gefilmt beim Fangen. Das mache ich ja am liebsten immer. Immer die Kamera halten, da muss man nicht so arbeiten. Aber ich würde gerne mal so einen großen Fisch doch tatsächlich mal an Land ziehen, um einmal in meinem Leben das Gefühl zu haben, wie das ist, wenn der kämpft. Das ist der Jagdinstinkt, den man dann so hat, denke ich mal. Schlechtes Thema. Ja, aber das, der eine hat schon gesagt, da musst du aufpassen, wenn du das schickst, dann kriegst du bestimmt viele böse Worte, wenn wir die Fische da töten. Aber der Fisch kämpft nicht. Ja. Na doch. Wir müssen was essen. Ja, natürlich. Ja, er kämpft. Er will halt wieder los vom Hook. Also. Ja. Na, einer ist entkommen. Wir hatten zwei am Hook. Einer kam weg. Ja. Aber der wird das nächste Mal auch anbeißen und dann wird er trotzdem sterben. Aber er hat auch den Magen voller Fische gehabt. Also alles ist gut. Also der war jetzt auch kein Vegetarier. Na, also auch die Fische fressen sich gegenseitig. Und wenn wir dann wieder den Fisch essen. Und das machen wir ja, wir tun den ja nicht wegschmeißen. Den Rest haben wir den Thais gegeben, weil die da draußen, die verteilen das ja auch wieder unter ihre Leute. Ja. Ne? Weil die haben ja momentan alle zu kämpfen. Vielleicht ist die Hauptsache nicht kommerziell. Nicht kommerziell. Wenn du anfängst, das systematisch zu machen. Wie die Chinesen, ne? Mit den riesen Boden oder wer auch immer. Oder für deine Kumpel machen die Japaner auch. Unentgeltlich, verschenkst die Dinger, kein Problem. Genau. Aber dann kommerzialisiert, wird er nicht. Na klar. Also mit diesen Netzen und so, wenn sie halt alles abfischen, ne? Wenn du so rausgehst und Fisch normal, also das würde unseren Fischbestand jetzt nicht irgendwie beengen, denke ich mal.
Aber natürlich dieser Raubbau, wenn ich manchmal sehe, was hier auf den Märkten an Fischen liegt, ich frage mich, wer das alles ist. Ja. Weißt du? Wenn du eigentlich sollten wir wirklich, wie der Russe, der da vorne wohnt, der Eugen, der geht immer raus und holt sich seinen Fisch mit der Lanze und dann isst er den. Eigenbedarf. Du kannst ja als Verkäufer kannst du nicht nur drei Fische auf dem Tisch. Ja, alles klar. Das ist jetzt meins, da kauft keiner. Ja, da kauft und deswegen keiner. Musst du was über die Masse machen. Hm. Und das ist dann ist halt so. Abfall, oder wie nennen die das? Frag mich, was mit die mit dem. Wir haben darüber geredet. Hm. Also, wir beide. Und wir kamen dann zu dem Ergebnis, wenn man die Meere schlechthin erstmal in Ruhe lässt, nur die Meere. Mach auf dem Land erstmal, was du willst, aber wenn man die Meere 10, 20, 30 Jahre in Ruhe lässt und sagt, ab morgen gibt es keinen Fisch mehr. Nur noch den du züchtest. Ja. Hm. Ja, nee, weiß ich nicht, das verpestet ja auch, das verschmutzt ja auch die Umwelt, weil du so viel Dünger einbringst, Antibiotika und so weiter, keine Ahnung von deren Methoden. Und du darfst nur noch den Fisch essen, den du selber fängst vielleicht, dann wäre es okay. Okay, manche Leute können keinen Fisch fangen. Naja gut, die haben Pech gehabt, die müssen sich dann einen Kumpel suchen, der Fisch fängt. Ja, die haben dann einen Kumpel und wenn das nicht, dann hat der wieder einen Kumpel. Aber nicht so das Industrialisieren. Das ist Wahnsinn, was da abläuft. Ich möchte da nicht wissen, was manchmal in den Thunfischdosen alles drin ist. Ne? Mhm. Wir lachen mal, weil das ist zu ernst. Ne? Dann schmeckt der Fisch ja nicht mehr. Oh, jetzt hat sich das umgeschaltet. Ich bin sowieso fertig. Die Knödel sind ja wohl. Wir haben eine aus Norddeutschland, die Knödelmark. Ne? Das muss man ja auch mal sagen. Ich kenne nämlich viele, die mögen keine. Die sagen, Knödel. Der Mann mag auch keine Knödel. Na, ich mag es. Liebe sie. Aber ich esse auch das Zeug, was im Norddeutschen gibt. Ich esse auch alles. Ja, ich auch. Ja. Wenn es mir schmeckt, dann schmeckt es. Ja, man gut. Sonst ich esse sogar Lapskaus oder was das ist. Lapskaus ist was ganz Feines. Hab's aber vergessen, was das ist. Aber gegessen habe ich schon. Also die Leute sagen, das sieht aus wie schon mal. Gegessen. Also das gibt es in verschiedenen Variationen, entweder mit Fisch oder... Gemüse ist es doch, ne? Oder irgendwas, was ist das? Kartoffelbrei. So gemischt oder was? Dazu hast du dann Gurken, Ei, Ei, ganz wichtig, das Spiegelei oben drauf. Gurken, rote Beete und viele essen es halt mit Fisch. Ich habe es mal gegessen, aber das ist schon 40 Jahre her, das war es nicht mehr gewesen. Ja, genau. Wie da mit Playmobil unterwegs war. Das ist was Feines. Und wenn du irgendwann mal dritte Zähne hast, kannst du das immer noch wunderbar essen. Das ist so, das Rentneressen. Ja. Aber also bei mir ist noch alles da und ich mag es trotzdem gerne. Guck mal. Best of German Salat. Na? Ein bisschen ein Werbevideo noch. Ne? Also, ja, die Salate sind auch gut. Und wenn einer mal Salate will, wir haben immer reichlich Salate in unserem Buffet. Ja, da sind 7, 8 verschiedene. Ja. Was habt ihr ja immer irgendwie? Inklusive Obstsalat, ne? Ja. Bodensalat. Der Gurkensalat ist sowieso immer der beste hier. Das war auch ein Bodensalat. Ja. Wie bei Mama. Oh. Ja. Den haben wir auch Rezept. Das hat uns mal eine beigebracht. Mhm. Die hat meiner Frau das gezeigt, wie das geht. Ja. Und der Krautsalat, dieser Chinakohlsalat, das hat uns eine Österreicherin mal gezeigt. Krautsalat? Wie beim Ösi? Ja, da. Mhm. Aha. Den kenne ich schon, der ist der Hammer, der Gurkensalat. Wow. Wie bei das Mama. Ist Krautsalat. Wie bei Mama, super. Im Norden haben wir nur so ganz komischen Kräutsalat, der schmeckt mir nicht so gut. Den isst er immer alleine. Den mag ich echt gerne. Ja, das sind so schon zum Teil so von Gästen Rezepte, die dann meiner Frau beigebracht super, haben. Kann jeder mal was. So Oma-Rezepte halt, ne? Super, ja. Großartig. Ja. Also klasse. Ich will da keinen. Und diese gebratenen Nudeln? Das ist aber Thai. Ne? Ja, genau. Das von der Chefköchin sind auch mega. Also das passt auch lustigerweise echt gut zu dem Sauerkraut. Ne? Also ist ein bisschen Fusion praktisch, ne? Also ja. Fusion. Ja, genau. Buffet, Fusion Buffet. Habe ich jetzt auch extra so aufgefüllt. Oh, das will ich auch. Die Semmelknödel selbst gemacht. Ganz selbst toll. Gemacht, ja, ja. Das Sauerkraut, auch ganz toll, richtig toll durchgekocht. Ja. Warte. Und dazu die gebratenen Thai-Nudeln. Schmeckt richtig, richtig gut. Guter Mix. Ja. Ich finde, die Küchen sollte man öfter mal mixen. Haben wir immer nicht so die Möglichkeit zu. Hier darf man das. Okay.
Ich bin jetzt so objektive Berichterstatter. Sauerkraut ist nicht meins. Ja. Genauso wie Fisch halt. Was ist das hier? Also das wollen wir gar nicht hören, sowas. Ne? Ja. Darum schalten wir jetzt ab, weil wenn er da über Sauerkraut schimpft, das geht ja schon mal ja. mal. Ne? Ja, da hört's mal auf. Was muss sein? Knödel? Er mag doch keine Knödel. So muss Knödel sein. Aber Semmelknödel. Aber Semmelknödel ist ja so ähnlich wie wenn man Ente oder was oder Weihnachtsgans stopft, das ist ja ähnlich. Das, ne? das ja. Und so Filling, Stuffing. Das ist Egg and. Oh, ich weiß nicht, was das heißt. Das ist wirklich toll, ja. Das habe ich als Soße genommen. Ja, und denkt bitte dran, abonniert unseren Kanal, lasst ein Like da und drückt auf die Glocke. Ist doch ganz einfach, oder?